Hey, ja, ist der Stoppen. Willkommen zurück zu Dragon Ball Origins, zur Fortsetzung des Spiels und zur nächsten Episode. Letztes Mal haben wir Episode 5.1 gemacht, das Grottenmonster, dem wir begegnet sind, der uns sich vorgestellt hat und Bulma in eine Grotte verwandelt hat. Und ja, jetzt wollen wir sie befreien und retten in Episode 5.2, das Versteck der Hasenbande. Das Grottenmonster verwandelt Bulma in eine Karotte. San Goku will ihr helfen. Genau das wollen wir tun. Bevor wir das tun, gehen wir mal nochmal. Ja. Einkaufen. Brathähnchen. Haben wir beim letzten Mal verbraucht. Wir haben ihn ein bisschen geärgert hinterher. Aber naja, machen wir trotzdem. Ich würde sagen, wir. Ja, legen los. Das Grottenmonster verwandelt Bulma mit Hilfe von seltsamen Kräften in eine Karotte. San Goku und Oolong nehmen die Verfolgung auf, um Bulma zu retten. Ja. Okay, wo ist denn? Wo sind denn hier die... Also mal kurz gucken, die Lagerauskundschaften. Es gibt nur eine Richtung. Na gut. Irgendwelche Pilze? Das Geld, was ich gebrauchen kann. Ich brauche wieder Zini. Hi. Okay. Karte schauen und. Ja. Man kann es auch besser machen, ehrlich gesagt. Dann kommen wir nicht weg. Dann kommen wir nicht lang. Hallo? Irgendwie mache ich das total schlecht. Aber gehört ja zum guten Ton bei mir. Was kriegen wir jetzt hier? Du hast ein Ki-Teil für Bulma bekommen. Ein Ki-Teil. Meine Güte. War ich das schlecht? Meine Güte. Ich habe wieder Lebensenergie zurück. Das ist mir ganz super. Wie hier zum Beispiel, ja. Ja, noch besser. Da kann ich nicht runter, warum immer. Geht halt nicht, weil es die Spielmechanik nicht hergibt. Oder so. Oder irgendwie so in der Art und Weise. Geht mir gleich viel besser. Kann ich nur hier lang? Ja. Ja. Da ist einer. Das war wieder. Ja, in Bewegung bleiben. Also, ich hätte mich lieber mal nicht schocken können. Zur Abwechslung mal. Das ist jetzt ziemlich selten, dass das passiert. Ich bin total überfragt, wo ich hin will. Ja.
Da ist aber auch das Lieb dann verdient. So, hier ist auch nichts weiter. Jetzt wieder nach unten. Ach so, was allgemein unten geht. Ah. Naja, wieder Feinde und Weg räumen. Ich habe die Zeit gar nicht. Naja, man kann den Transport damit erledigen. Und sie damit Lebensenergie zurückholen. Hat eigentlich vielleicht doch gelohnt unter Umständen, die Treffer zu kassieren. Für den starken Angriff. Apropos Angriff, mal gucken hier, Fähigkeiten. Wir haben das Kamehameha. Ein kräftiger Energiestrahl. Er kann große Felsen mit nur einem Angriff zerstören. Ja, 3000 kostet das auch als Aufrüstung. Auch 3000. Der Beinfeger auch 3000. Und Umwirbel 2000. Frontwirbel 2000. Der auch 3000. Was nehmen? Ich überlege, ob ich jetzt das Kamehameha aufrüsten soll. Oh, den Kraftstar. Den Kraftstoß. Nee, den Stabstoß. Gegner werden noch weiter zurückgestoßen. Ja, mache ich das. Haben wir das auch aufgerüstet auf Maximallevel? Okay. Hammerschlag. 3000 kostet das auch noch. Ja. Okay. Und die ganzen Gegner da oben rennt einer rum. Also alles mal in Ruhe hier. Hab mich irgendwie gesehen. Ne, da hat er nicht. Hat er nicht. Ich meine auch die schlechte. Ich mach das auch nicht wirklich gut. Ja, gut, es reicht zwar, um hier drüber voranzukommen, aber gut sieht anders aus. Aber kennt man ja auch, ne? Kennt man ja auch von mir. So. Achso, muss ich wieder Kamehameha einsetzen. Mehr, ja, genau, oh, das jetzt. Oh, da war, da lief was, habe ich gesehen. Erwischt. Hey! Guck mal, wie dazu hier wegzukommen. Also.
Meine Güte, mach ich das wieder richtig super. Naja, summiert sich langsam hier. Ich wollte auf die Karte gucken. Trotzdem, auf die Karte. Ja. Da haben wir so einen Wolf unterwegs. Was ein Mist. Da muss ich wohl wieder Kamehameha einsetzen. Nur einen kleinen, dafür das reicht doch locker. Aber wir kriegen mal mehr Lebensenergie. Ja, wie bestellt. Nochmal, nee. Du hast zu viel Glück auf einmal, hä? So, gut, sind wir hier. Jetzt müssen wir mal darüber. Müssen wahrscheinlich dann die zweite Truhe sein. Oh, kriegt auch nochmal Lebensenergie. Ist ja noch besser, es wird immer besser hier. Haben wir? Okay. Dann gehen wir hier runter. Oh nein. Ja, kann ich mal weg. Kommt ihr gar nicht weg, ey, scheiße. Ja, trotzdem noch ganz gut hingehauen. So, was haben wir hier? Ah, du hast ein Gesundheitsteil für Son Goku bekommen. Super, wie sieht das jetzt aus? Da, 10 Teile. Ah, 2-3 Teile fehlen noch. 12. Vermute mal 12 könnten vielleicht sein. Wie so eine Zahl, eine gerade Zahl, könnte immer sein, dass es da was gibt. Ja, da geht es dann da oben weiter. Das heißt, wir gehen mal hier kurz nochmal entlang. Aber hier ist nichts. Wir müssen jetzt gegen weitere Feinde kämpfen. Muss das sein? Die Zeit muss ich wieder nehmen. Hey, hat nicht gehauen, hingehauen. Weg. Okay. Er trifft mich auch noch. Kann man ja auch nie machen. Komm ja nie weg hier. Okay, war der erste. Ah, noch einer, ey. Warum? Muss ich wieder was essen? Ich nehme lieber hier die mal hier. Ich hoffe, das reicht. Ah, das wollte jetzt nicht. Die treffen mich auch noch. Nein. Ich muss doch das Brathähnchen essen. Oder nehmen wir mal so eine. Ja, gut, ich hab die ja, glaube ich, ne? Ja. Habt ihr ja. Nein! Das war nix. Weg.
Das gibt's ja nicht. Die hauen die ganzen Übel ran her. Ich geh mal zu nah ran, ey. Ich mach immer denselben Fehler, immer auf neue. Ich mach immer denselben Fehler, immer wieder. Warum? Warum bin ich so doof? So, meine Güte. War das ein Krampf? So. Das ist also ihr Versteck. Sieht so aus, als wäre dieser Felsen hier die Tür. Okay, ich kümmere mich um die Wache und verschaffe uns Zugang. Hey, Moment mal. Hast du vergessen, dass da Bulma als Karotte drin ist? Was wird Bulma wohl passieren, wenn wir da drin alles aufmischen? Ach so. Mist. Aber wir müssen trotzdem irgendwie reinkommen. Hey, Son Goku, sieh mal. Was ist das? Ein Plakat? Ich kann doch nie lesen. Mal sehen. Hasengangster sucht neue Mitglieder. Aha. Bist du stark? Bist du stolz auf deinen Wagemut? Er ist immer selbst ein Mitglied. Verabschiede dich vom grauen Alltag. Tritt den Hasengangstern bei. Und sei jemand. Bedingung? Bring eine Tyrannosaurus-Klaue aus dem Pilzwald mit. Es ist egal, wie du sie bekommst. Wenn du sie jemanden wegnimmst, auch okay. Das ist es, Son Goku. So können wir reinkommen, ohne dass sie Verdacht schöpfen. Du musst nur diesen T-Rex besiegen. Kein Problem für dich, oder? Also ich weiß ja nicht, T-Rex besiegen. Oh, ja! Okay, wenn das so ist, auf in den Pilzwald! Ja, wir haben es geschafft. Wir haben also... Und zwar zum Versteck vorgearbeitet, war nicht so, lief nicht so gut. Aber dort, ja, suchen wir erstmal eine T-Rex-Klaue, um uns als Mitglied auszugeben. Na gut, ich würde sagen, Episode 5.3 ist eingeschaltet. Genau. Ja, Episode wählen. Und ich würde sagen, wir hören auf an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.